Einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön fürs Wiedereinschalten und herzlich willkommen zurück zu Endzone World Apart. Letzte Folge lief ganz gut. Wir haben zwar keinen Hanf, aber wir wissen jetzt auch, dass wir die Mission nicht schaffen werden, aber wir haben wieder ein paar Sachen dazugelernt. Zum Beispiel, wie Felder und Farmen funktionieren. Das ist doch schon mal etwas. Außerdem haben wir auch keine Lagerplätze, das ist ein ganz großes Problemchen. Dem sollten wir uns jetzt mal annehmen, indem wir ein Lagerhaus bauen. Wir bauen das Lagerhaus einfach mal direkt, hätte ich fast schon gesagt, irgendwo hin, wo wir auch Ressourcen produzieren. Zum Beispiel dorthin, ja, weil hier bauen wir natürlich jede Menge Ressourcen. Es kommt eine Dürre, den Max wieder. So, ich schau mal ganz kurz. Die Standortattraktivität ist okay, könnte besser sein. Elektrizität haben wir keine. Die wäre allerdings natürlich nicht schlecht, denn Elektrizität erhöht natürlich die Effizienz aller Gebäude, die da angeschlossen sind. Aber da haben wir aktuell keine Ressourcen für. Und solange das der Fall ist, können wir da natürlich leider nichts machen, so leid es mir tatsächlich tut. Der Regenspeicher ist voll, der Schrottplatz ist voll, das Lagerhaus wurde gebaut. So, jetzt müssen wir natürlich hier Stoff, Metall, Plastik und wir werden auch gleich noch einen bauen für Elektronik. Das machen wir auch gleich. Ne, keine Werkstatt, ein Recycler. Einen für Elektronik bauen. Weil da habe ich nämlich alle Grundressourcen, die mir produziert werden. Produktionslimit ist bei 500 geblieben, interessanterweise. Als ob so hier voreingestellt geblieben ist. Das ist auch relativ cool. Wir haben kein Werkzeug mehr. Moment. Hä? Wir haben ja sicher eine Werkzeugmacherei gebaut, oder? Ne, scheinbar tatsächlich nicht. Ich brauche eine Werkstatt. Ich brauche eine Werkstatt, meine Freunde. Sonst haben wir hier gleich ein ganz großes Problem. So. Oder eine Werkstatt mit hin. Der hat keine Arbeiter. Das können wir ändern. Interessanterweise kann ich hier keine Arbeiter zuweisen. Oder doch? Ah, jetzt habe ich verstanden. Doch, ich kann Arbeiter zuweisen. Okay, das ist der hintere Button. Jetzt verstehe ich. Aber ich kann hier dann nochmal die... Ah, okay. Ich verstehe. So, baut mir bitte Metallwerkzeug. Das kostet mehr Ressourcen, ist allerdings deutlich effizienter als Schrottwerkzeug. Aber wenn, dann möchte ich gleich gescheites Werkzeug natürlich. Unsere kleine Minisiedlung. Ja, noch ist sie klein und fein. Können die Gebäude ausbauen. Ja... Okay, jetzt sind sie natürlich traurig, unglückliche Siedler. Dann baue ich halt mal ein paar Gebäude aus, hoffe, dass sie sich wieder entspannen. Hoffen, dass es danach erreicht von der Größe her. Was habe ich, eigentlich aktuell noch frei? 4 Stück. Tut mal alle mit bauen. So, größere Gebäude haben deutlich mehr Platz. Da war sogar ein Hirsch, da ist ein Hirsch sogar in dem Haus drin. Und du musst weiter ausbauen. Kostet mich immer... Holz, Schrott und Plastik. Es geht eigentlich. Relativ entspannte Ressourcenkosten. Haben wir eh alles. Okay, das ist ja komplett abgeholzt. Leck um mir, Leute von heute. Aber macht ruhig weiter. In meiner neuen Weltordnung sind Bäume nicht weiter erwünscht. Apropos Bäume nicht weiter erwünscht. Ich sollte vielleicht mal was für die Gemeinschaft bauen. Wir bauen jetzt einfach eine Kneipe. Die bauen wir mal dorthin. Ich habe hier eh vor, dass ich demnächst mal mehr Häuser hinpflanze. Was für ein großes Ding das ist, ne? Tut die Schneiderei eigentlich die umliegenden Gebäude verpesten? Eigentlich nicht, ne? Nee. Warum sind die unhappy? Wegen der Holzfällerei wahrscheinlich. Kann ich natürlich auch verstehen. Ein Sanitätshaus ist sehr, sehr teuer. Bringt allerdings den Vorteil, dass kranke Siedler geheilt werden. Aber ist egal. Wir tun jetzt erstmal eine Windkraftanlage bauen, oder? Die kann ich mir leisten. Produziert 300. Es ist dann nachher nur die Frage, Effizienz wäre hier niedriger, weil sich, was eigentlich keinen Sinn macht, wenn ihr mich fragt, als ob sich Windkraftanlagen den Wind wegnehmen. So, vielleicht verstehe, vielleicht liegt es an mir, vielleicht bin ich einfach dumm, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum eine, also Wind ist doch eine ja, das ist hässlich, fällt mir gerade auf. Nee, macht's weg. Ach, egal. Ach, Manno. Hier habe ich es richtig gebaut, oder? Ja. Nee. Nee, sorry, aber das... Nee, das geht nicht. Da müssen wir jetzt einfach so fair sein. Und das wieder abreißen, weil das gefällt mir einfach nicht. Das tut mir in den Augen weh. Solarkollektor. Ist auch relativ interessant. So, jetzt ist das Ding. Jetzt muss ich nur kurz die Straße vorher bauen, sonst verscheiße ich das gleich wieder. So.
Und dann tun wir gleich mal die Windkraftanlagen anschließen ans Netz, ans Stromnetz. Gucken wir mal, was das bringt. Was ist hier das Problem? Produktionslimit ist voll. Was? Wie viel Kartoffeln? 424, okay. Okay, wir sind einfach über dem Limit wahrscheinlich, weil die anderen Boys so viel sammeln. Das kann natürlich gut sein. So, Erwachsene sinken. Warum denn das jetzt? Ich tue alles dafür, damit die zufrieden sind und die sinken, oder was? Wahrscheinlich ist einer gestorben. Kommt vor. Mal zwei Bauern mehr. Bauen auf alle Fälle nochmal einen Brunnen. So, jetzt ist natürlich die Frage Strommasten. Wie arbeitet das? Hat der Strom? Wie sehe ich, dass das der Strom hat? Wäre wahrscheinlich die bessere Frage. Das ist nicht an ein Stromnetz angeschlossen. Ja, aber wie schließe ich es an ein Stromnetz an, ne? So, ah. I understand. Kann ich das auch auf... Ah, das kann ich auch auf Wegen bauen. Ja, das ist gut zu wissen. Aber ich glaube, dass der Strommast ein bisschen fehlplatziert war. Okay, das hat Strom. Okay, so. Das ist die Frage, was ist die Reichweite? So, das ist die Maximalreichweite. Ah, das ist der gelbe Balken immer. Ich verstehe. So, dasselbe machen wir natürlich dann auch hier. Eins und zwei. Also ganz cool, dass man es auf Wegen bauen kann. So, jetzt habt ihr Strom. Seid ihr happy? Jetzt könnt ihr schneller Kohle produzieren. Jawohl, 150% Effizienz. Beautiful. Die Kneipe. Genau, produzieren wir hier schön. Saufi, saufi. Die Zufriedenheit ist ganz okay. Auch wenn die Erwachsenenanzahl weiterhin sinkt. Was ist denn hier los? Arznei. Wir sollten uns vielleicht dann auch mal um Arznei kümmern. Brauche ich dafür ein Sanitätshaus? Oder ist das was anderes, was ich dafür brauche? Eine Kräuterhütte wahrscheinlich. Kräuterhexe bauen wir mal hier oben hin. So, der hat kein Holz mehr. Tun wir abreißen. Der arbeitet nachher woanders. Da unten dann wahrscheinlich. Tun wir gleich mal bauen. Könnt ihr da unten eure Arbeit aufnehmen? Warum kann ich da nichts hinbauen? Und hier würde ich... Na, nee, mach mal nicht. Er soll auch hier alles abholzen. Wir suchen uns nachher in den Außenbezirken dann Orte, wo wir da quasi wirklich so richtig Farmwirtschaft, Forstwirtschaft betreiben. Dann bauen wir mal wieder die Straßenweite aus hier. Bauen die Straße einmal... Ah, weiter geht gar nicht. Bei beiden bis zur Grenze. Bauen dann jetzt hier natürlich die Kräuterhütte, von der ich gerade eben schon gesprochen habe. Ich hoffe mal, dass es keine endlichen Ressourcen sind, sondern unendliche Ressourcen. So, Kräutersammler, Förster, wieder 2, 3. Ah, mal 3, 4. Machen wir das mal alles voll. So, wir haben 7 Nahrung. Unsere Bevölkerung. Warum sterben die denn? Wahrscheinlich, weil sie zu alt sind oder so. Kann natürlich sein. Ich meine, es ist logisch, dass die sterben mit der Zeit. Ja, und ihr habt alle keinen Lagerplatz mehr zur Verfügung. Kann ich den ausbauen? Ja. Dann bauen wir doch mal unseren Hauptbus aus. Aktuelles Inventar ist 71% voll. Jetzt wird das Ganze dann mal ausgebaut irgendwann mal, oder? Oder ist er schon ausgebaut? Ne, jetzt bauen sie es aus. So. Und wir können jetzt noch Überlebenden suchen. Aber wir können nicht weiter... Wir können nicht weiter ausbauen. Okay. Aber dafür ist unser Lager wieder etwas leerer. Weil es natürlich jetzt auch größer ist. Ja, ich muss dann nachher auch die Plantagen und sowas... Alles mal nach außen hier hin oder so. Dass wir drinnen dann Platz haben für andere Sachen. Ah, Erwachsene steigen, Kinder steigen. Zufriedenheit ist super. Das bringt positive Effekte mit sich. Höhere Fortpflanzungsrate... Höhere Effizienz, neugeborene Siedler werden älter, wäre das nächste und höheres Bewegungstempo. Jawohl. Was ist hier das Problem? Benötigt Stoff. Erstmal Masken wieder. Hat der Strom? Ne, hat keinen Strom. Warum hat der keinen Strom? Wenn ich fragen dürfte. Ich habe immer dieses hässliche Kontaminationsding an, deswegen sieht es immer so komisch aus. Tut mir echt leid, ist wirklich keine Absicht. Aber ich vergesse es dann auch immer. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir hier oben einfach mal ein Stromding hinbauen.
5000. Ja gut. Ja gut, kann man mal machen. 5000 Strom. Leco Mio, ey. Das sollten wir auf jeden Fall mal bauen. Und damit sollte eigentlich unsere Stromprobleme gelöst sein, hoffe ich. Die Frage ist, wie mache ich das mit der Straße? Von hier aus wahrscheinlich. Nein! Jetzt habe ich das wieder falsch gebaut, oder? Mann, ist doch ätzend. Wie kann man denn immer so hässlich bauen, echt? Egal. Das ist mir jetzt hier wurscht, tatsächlich. Wir bauen jetzt erstmal einen Strommast, dann logischerweise. Ich würde den gerne etwas anders bauen. Okay, dann müssen wir dorthin bauen und dann bauen wir einen dorthin. Der deckt jetzt nämlich hier alle Gebäude ab. Sobald die dann mal gebaut wurden in 20 Jahren. Wir haben Wasserprobleme, okay. Gut, es ist auch Dürre. Mal davon abgesehen. Trotzdem sollten wir unbedingt jetzt gucken nach Wasser. Ich baue nochmal einen Brunnen. Am besten einfach mal hier hin. Dann bauen wir hier oben auch nochmal einen Brunnen hin. Oh, wir haben gleich kein Wasser mehr. Jawohl, die leben wieder auf der Straße. Das heißt, wir bauen aus. Ne, nicht abreißen. Eigentlich wollte ich ausbauen. Ausbauen. Alles mal upgraden. Und... okay. Wasser hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Das liegt wahrscheinlich daran, weil unser Brunnenmitarbeiter ein bisschen gearbeitet hat kurz. Das erhöhen Brunnen. Mehr Sammler, mehr Bauern. Mehr Schrottsammler. Boah, 11 Wasser. Das war richtig knapp. Ach Gott, oh Gott, ey. Es ist immer noch richtig knapp. Die Dürre ist vorbei eigentlich. Aber wir haben gleich kein Wasser mehr. Noch 12 Wasser. Oh, 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 oh. Nix gut, diese. Okay, es stabilisiert sich. Es stabilisiert sich ein bisschen. Jawohl, es regnet. Gott sei Dank. So, ja, das sollte nicht nochmal passieren. Ein Wassersilo sammelt Wasser und... ja, wir machen auf alle Fälle mal ein Wassersilo. Das brauchen wir jetzt auf alle Fälle. Weil das sollte nicht nochmal passieren, was hier gerade geschehen ist. Dass wir fast kein Wasser mehr haben. Machen wir das nach außen. Dann haben wir jetzt einen neuen Job. Und zwar den Wasserträger. Da brauchen wir gleich... oha, wie viel können wir denn da einstellen? Das ist ja lustig. So, Nahrung passt. Holz passt. Es passt alles. Werkzeuge haben wir auch eine relativ... feste Produktion. Wir bauen jetzt mal ein paar Häuser mehr. Zufriedenheit ist wieder gestiegen. Okay, stabile Hütten sind die, die ich schon die ganze Zeit auch geupgradet habe. Na, einfach da nochmal. Ihr habt einen Funkspruch abgefangen. Mhm. Die nach einem neuen Zuhause suchen. Sie überlegen sich, uns anzuschließen, wenn wir ihnen hohe Bedingungen an blablabla erfüllen. Lehne ich ab. Das lehne ich ab, weil ich jetzt aktuell erstmal damit beschäftigt bin, hier selber irgendwie zu überleben. So. Wasserbezug. Aha. Ich kann das filtern. Kostet mich Kohle. Dafür habe ich dann kein kontaminiertes Wasser. Ich muss jetzt hier quasi Gebäude bauen. Weil der das Wasser von da bezieht? Hä, echt jetzt? Lol. Ach so. Jetzt verstehe ich. Tatsächlich. Also der hat auch nur den Radius, wo er nutzen kann. Ach, das ist ja wieder suboptimal. Das ist ja nicht so nett. So, ihr sollt nur abholzen, übrigens. Ich hab niemals was anderes behauptet. Jetzt haben die hier echt Holz reingemacht, ey. Seid ihr eigentlich komplett stoned? Ich will doch kein Holz hier in meiner Siedlung haben. So. Das sollte auf alle Fälle schon mal Wasser bauen. Dann bauen wir nochmal hier so ein Wassersilo wieder. Logischerweise. Ja gut, da brauche ich nichts bei dem Regenspeicher. Wichtig ist einfach nur, dass wir nicht nochmal in Wasserunterbedarf rutschen. Das war nämlich echt blöd. So, jetzt tun wir unseren Strom noch mit ausbauen.
unser Stromnetzwerk. Dafür tun wir jetzt die Strommasten hier weiter umherziehen. Wo ist der? Da ist er. So, die werden sich freuen, dass jetzt hier alle schön Strom kriegen. Was? Einige Strommasten sind davon betroffen. Warum denn das jetzt? Beschädigte Gebäude. Hey, hey, hey. Reparieren bitte. Verdammt! Wird hier sabotiert, ey. Ich muss Medizin produzieren. 0 von 94. Ich muss außerdem jetzt auch einen Sanitäter haben. Okay. Kriegen wir hin. Sobald ich es gefunden habe. Gemeinschaft, ja. Dann bauen wir mal ein Sanitätshaus, wa? Wenn es denn sein muss. Quasi so ein altes Krankenhaus. Weiß nicht, warum wir nicht einfach das andere Krankenhaus benutzen, was weiter oben ist. Okay, wie viele Siedler ich habe. Da drei Sanitäter. Okay. Ja, wir haben leider null Werkzeug. Das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Die Werkstatt hat das Problem. Was? Benötigt Metall. Und warum genau produziert ihr zu wenig Metall, ihr faulen Schweine? Gut, Plastik haben wir genug. Tu mal. Ne, warte mal. Das, wo ist die Plastikproduktion? Tust du auch mit Metall produzieren, bitte? Und Elektronik lassen wir mal. Oder ne, wir machen mal komplett. Wir stellen mal komplett auf Metallproduktion gerade um. Einzige, was wir weiter produzieren, ist Stoff. So, die haben alle keine Unterkünfte und wir haben ein paar ohne Werkzeug. Aber das sollte sich bald wieder ändern, hoffe ich. Wir wachsen viel zu schnell gerade. Ich habe gesehen, wir können Geburtenkontrolle aktivieren. Dass wir jetzt erstmal keine neuen Kinder kriegen. So, wie viel Wasser hast du gespeichert? Ein paar tausend, das ist ganz gut. Okay. Das Krankenhaus, was ist mit dem Krankenhaus? Warum wird das nicht gebaut, weil wir kein Metall haben? Ja, dann hilft alles nichts. Dann müssen wir wirklich... Wir brauchen einfach mehr Recycler. Oder Raffinerie. Ah, lol. Ich sag so oft lol, ne? Trotzdem lol. Ja, wohin das Ding ist die Frage jetzt, ne? Hierhin? Geht das? Ah. Da ist mir der Kollektor ein bisschen im Weg. Warum könnt ihr das nicht reparieren? Repariert das bitte. Ich sollte auf alle Fälle eine Raffinerie bauen. Ich bin gerade am Überlegen, aber das bringt mir gar nichts, eine Raffinerie zu bauen, weil... Es bringt mir schon was, aber ich frage mich jetzt, wie ich es am klügsten mache. Wenn ich das hier hinbaue, wird die Bevölkerung leiden. Aktuell sind sie relativ happy. Aber wenn ich das mache, dann... Ja, minus 8 Standardaktivität. Das ist natürlich... So. Die sind happy. Ja, Recycler richten 4 von 2. Elektronik produzieren. Nebenaufgaben. Ist alles gut und schön. Ist das repariert worden? Jawohl. Ich kann es nicht verschieben. Ich bin so am Überlegen, ob ich es woanders hinsetzen soll. Aber was ist denn das hier? Eine Jagdhütte. Pass auf, wir tun die Jagdhütte woanders hinsetzen. Wir setzen die Jagdhütte mal dorthin. So. Hier habe ich aber auch Häuser, ne? Ja, es tut mir echt leid. Meine liebe Bevölkerung. Ich tue das am Ende des Tages eigentlich nur für euch, was ich hier mache. Sehe ich hier eigentlich auch direkt die Zufriedenheit? Nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass ich viel zu wenig Wohnorte habe. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und viel zu wenig Lagerplatz. Bauen auch nochmal ein paar Lager. Ein ausgebautes Lagerhaus. Bauen wir eins dorthin. Dann bauen wir eins dorthin. Ja, Kinder gibt es keine mehr. Geburtenkontrolle sei Dank. Die dauert allerdings nicht mehr lange an. Aber lieber habe ich dann wirklich ein bisschen zurückgehende Bevölkerung. Sage ich euch ganz ehrlich. 15 kann ich da einstellen gleichzeitig. Heieiei. Jetzt kann ich nicht die alle abreißen. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr. So, weg. Weg.
Ja, die Werkstatt bleibt da, der geht auch weg. So, dann. Den Schrottsammler würde ich halt auch am liebsten mal verlegen, aber mach jetzt mal kurz nicht. Was ist seine Aufgabe? Kräuter, ihm mangelt es an was? Er hat keine Kräuter. Was hat denn er mit den ganzen Kräutern gemacht? Hat er die alle weggeschmissen, oder? Oder wachsen die nur in Wäldern? Ich meine, ist mir egal. Wäre halt nur trotzdem schön zu wissen. Ich baue jetzt erstmal ein paar Hütten wieder. 1, 2, 3. 1, 2. Können wir hier auch noch ein paar hinbauen. Schrott wird langsam eng, sehe ich. Sollte nochmal einen Schrottsammler bauen. Da ist er. Was ist er? Ein Schrottfänger. Aha. Das ist auch interessant. Er fängt Schrott. Das ist. Das ist schon interessant, aber wir bauen jetzt erstmal hier den Schrottplatz hin. Der soll sich hier erstmal um den Schrott kümmern. Wir haben viel zu wenig Werkzeug. Das ist das Problem aktuell. Ich sehe nichts, by the way. So, die Werkstatt ist so ineffizient gefühlt. Ich kann es aber nicht schneller machen. Warum hat er eigentlich schon wieder keinen Strom? Hä? Der ist auch ans Stromnetz angeschlossen, aber er ist nicht 100% effizient. Ist wieder typisch. Bauen wir jetzt hier nochmal eine zweite Werkstatt hin. Ressourcen müssten ja eigentlich passen. Hä? Was mache ich denn gerade? Irgendwas tue ich zuweisen. Ich weiß auch noch nicht was. Baumeister tue ich zuweisen. Ah. Mehr Wasserträger. Mehr Bauern. Mehr Schrottsammler. Mehr Techniker. Das sieht alles relativ gut aus, davon abgesehen. Alles Wichtige ist am Stromnetz angeschlossen, was am Stromnetz angeschlossen sein sollte. So, genau. Ihr geht mal hier das Zeug mit abbauen. Das geht mir auch auf die Nerven. Aber wenn der Schrott wieder relativ stabil ist, Kinder wachsen auch wieder die Anzahl. Was ist hier das Problem aktuell? Er hat keine Ruinen. Hä? Was ist das dann, wenn es... Ah, zum Abbau freigeben. Warte mal, stopp, was? Nee. Ein interessanter Ort. Schicke einen Kundschafter von einem Expeditionsposten los. Ah, jetzt kommen wir langsam an die interessanten Sachen. Einen Expeditionsposten mal bauen. Den bauen wir einfach mal... Kann ich den auch hier hinbauen und dann einfach dorthin schicken? Wir werden es gleich herausfinden. Die brauchen natürlich wieder Unmengen an Ressourcen, aber... Diese Raffinerie ist wirklich ihr Geld wert. Relativ stabile Produktion. Ist nicht an ein Stromnetz angeschlossen. Was? Das Ding steht direkt neben einer Solaranlage. Ihr wollt mich doch verarschen. Bin mir sicher, die wollen mich verarschen. So. Jetzt hat aber, oder? Immer noch nicht. Er muss erst gebaut werden. Gut, ja, aber gleich. Jetzt ist es angeschlossen. Jetzt wird es noch effizienter. Uiuiui. Jetzt habe ich ja fast ein bisschen Angst um die Effizienz hier. Das sage ich euch ganz ehrlich. So, die zweite Werkstatt. Bitte nur Metallwerkzeug bauen, das ist das Wichtigste. So, wir haben aktuell 0 Werkzeug, wir brauchen noch 4. Häuser haben wir schon jede Menge gebaut. Die pflanzen sich auch so stark vor, da ganz ehrlich, ich muss die Bevölkerung weiter begrenzen. Machen wieder Geburtenkontrolle an. Ein Energiespeicher. Speichert bis zu 350.000 Strom. Ja, aber... Können einfach nochmal eine Solaranlage bauen. Die sind eh so mega effizient. Aber eigentlich brauche ich das aktuell nicht, glaube ich. Was ist das hier? 1000? Von was? Von Arznei. Okay. Also gesundheitstechnisch ist relativ stabil. Meine Kräuterhütte hat keine Ressourcen mehr. Und ist auch über dem Produktionslimit aktuell. Davon jetzt mal abgesehen. So, der hat den ganzen Schutt mal weggeräumt. Kann ich denn noch was für die Gemeinschaft bauen? Ein Friedhof. Mitten rein. Können sie dann heulen um ihre Hinterbliebenen. Dann bauen wir hier nochmal ein Lagerfeuer hin. Können sich die quasi direkt nach dem Arbeit nochmal kurz auf ein Steak treffen oder irgend sowas. Und alle Ressourcen sind am Anschlag aktuell.
Also auch wirklich unglaublich effizient, die Raffinerie. Ressourcen sehen sehr gut aus. Expeditionsposten wurde der gebaut, jawohl. Mal ein paar Arbeitskräfte zuweisen. Auch wenn ich nicht weiß, was die machen. Expeditionsfenster öffnen, interessanter Ort. Okay, schicken wir den mal. Wo auch immer der hingeht, dort. Okay. Naja gut, warum nicht? Ne? Kann man machen. So, laufende Kundschaftermission. Kundschafter schicken. Wir schicken überall Kundschafter hin. So viel wie ich kann. Kundschafter, ich habe noch 5 von 10 zur Verfügung. Noch 3 Kundschafter, noch 2 Kundschafter. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn die das alles erforscht haben hier. So, perfekt. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Unsere Kundschafter sind zumindest mal alle unterwegs. Friedhof wird auch schon betrieben. Unser Wasservorrat sieht ja relativ gut aus immer noch. So, ihr holzt hier immer noch brav ab, oder? Auf alle Fälle auch mal hier in der Ortschaft alles abreißen, bitte. So, die Köhlerei hat... Ne, das ist nicht die Köhlerei. Wo ist denn die Köhlerei? Da. Ja, wo sehe ich denn, wie viel Kohle ich eigentlich habe? Werkzeuge ist, hat sich entspannt wieder. Holz hat er genug. Ich habe nur 2 Kohle auf Lager. Also Kohle ist so, das, was produziert wird, geht auch wieder weg quasi. Gut, der ist fertig. Komplett. Sollen wir dorthin gehen? Ich meine, da oben könnte man auch noch hinschicken. Was ist denn hier los? Ziel erreicht. Ich bin's Boss, einer der Kundschafter. Ich bin auf ein Haus mit einem seltsamen Symbol gestoßen. 2 Schlangen, die sich in einem Stock mit Flügeln verfechten. Ich glaube, das habe ich einmal in einem der Medizinernbücher gesehen, die wir in der Endzone hatten. Ach so, das ist so ein medizinisches Ding. Ah. Aber vielleicht sind dort noch einige medizinische Vorräte. Wir tun eine Expedition starten. Wie funktioniert das jetzt? Ich kann eine Expedition starten, okay. Ach so, die brauchen einen Lehrer und einen Mediziner und einen für alles quasi. Metallwerkzeug. Vorteil durch Fachkräfte. Okay. Also das letzte kriege ich nicht voll, oder was? Also wenn ich alle einstelle, oder was? Nee, auch nicht. Wie kriege ich das hin? Ausrüstungsempfehlung Metallwerkzeug. Vorteile durch Bildung, Vorteile durch Fachkräfte. Werkzeuge, Metallwerkzeug. Ah! Ja. Die Ressourcen sind nicht ausreichend. Aktivkohlemasken. Aktionspunkte. Was ist da das Problem? Die Ressource ist bla bla. Wir tun die Expedition starten. So. Das heißt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, als ich dann alle gleichzeitig losgeschickt habe. Weil ich glaube, das könnte jetzt meine ganzen... Ich glaube, ich muss die Warte mal, wir gucken jetzt mal kurz. Expedition wird vorbereitet. Aktivkohlemasten, Metallwerkzeug, Expeditionsrationen. Eine Expeditionsration ist Nahrung und Wasser. Okay. Na, ich hoffe, dass das nicht so ist, dass jetzt alles auf einmal gleich kommt. Dass es nach und nach ist. Die meisten haben kein Wasser. Ja, Ziel erreicht. Wie soll es mit der Expedition weitergehen? Baldige Dürre ist mal wieder zu erwarten. Und ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wo die Expedition hinführt. Was daraus wird. Ich bedanke mich relativ herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.